So, dieses Mal Corset 2021. Es ist schon auch schon ein bisschen länger wieder her, dass das Set rauskam. Aber ich habe Lust, das Set nochmal aufzupacken. Eigentlich will ich den Grim Tutor haben, aber das ist so ein kleiner Wunsch von mir. Ich denke nicht, dass ich den ziehen werde. Wir haben Village Rites. Einmal instant, man kann eine Kreatur opfern, um zwei Karten zu ziehen. Das ist nicht schlecht. Seatonson's Training. Zwei Mana Aura, man verzaubert eine Kreatur, die ihr kontrolliert. Man zieht eine Karte, wenn sie ins Spiel kommt. Und die Kreatur kriegt +1/+0 und Trampel. Not bad. Dub. Drei Mana, enchantment eine Kreatur. Die Kreatur hat Erstschlag und ist ein Ritter. Wow, Ritterschlag. Oh, wow. Frantic Inventory. Zwei Mana Instant. Man zieht eine Karte und zieht dann nochmal eine Karte für jede Karte namens Frantic Inventory in deinem Friedhof. Ja, die Karte gab es schon mal. Mit einem anderen Namen halt. Gloomsower. Sieben Mana, 8/6. Wenn er geblockt wird, verliert der Beherrscher zwei Leben. Du kriegst zwei Leben. Okay. Titanic Grove. Zwei Mana Instant. Eine Kreatur kriegt +4/+4 bis zum Ende des Zuges. Makeshift Battalion. Drei Mana, 3/2. Wenn er angreift und mindestens zwei weitere Kreaturen angreifen, lege ich hier eine +1/+1 Marke drauf. Wenn es nur eine Fähigkeit gäbe, die sie hier hätten draufdrucken können, die genau das... Ach, warte, das dürfen sie ja nicht. Traurig. Deviant Strike. Eine Kreatur kriegt +1/+0 bis zum Ende des Zuges und man zieht eine Karte. Okay, jetzt sind sie dann nicht schlecht. Stimmt, die waren ja hier auch drin. Teferi's Prodigy. 3 Mana 2/3, 2 Mana tappen, man sieht eine Karte und wirft dann eine Karte ab. Silver's Mote Ghoul. 3 Mana 3/1. Zu Beginn des Endsteps, wenn man 3 oder mehr Leben bekommen hat, bringt man den aus dem Friedhof für getappt ins Spiel zurück. Man kann ihn finden, wird 2 Mana opfern, um eine Karte zu ziehen. Ja, ist nicht bad. Helianas Devotee. 3 Mana 2/3, Zombies, die ihr kontrolliert, kriegen +1/+0. Und zu Beginn des Endsteps, wenn eine Kreatur gestorben ist, kann man 2 Mana bezahlen und einen 2/2 Zombie kreieren. Und was? Ach, das war eine Kamm, ich war schon gerade verwirrt. Experimental Overload. 4 Mana Sorcery, man kriegt einen XX blau-roten Weird Creature Token, wobei X die Anzahl der Instant Sorceries in eurem Friedhof sind. Dann kann man Instant oder Sorcery Card aus dem Friedhof zu die Hand nehmen und das Ding wird exiliert. Unser Rest. Stormwing Entity. 5 Mana 3/3, kostet 3 Mana weniger, wenn ihr Instant oder Sorcery vorher gespielt habt. Fliegend Pros, wenn der Spielgefährt kommt, Scry 2. Da streiten sich aktuell immer noch die Geister drum, ob man den Diver jetzt nun spielt oder nicht. Und wir haben noch einen Teferi's Prodigy in Foil. Interessant. Bloodfog Leaves. Und Bird. Soviel zu M21. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.